Die geilsten Augen der Welt, da singt doch mein heutiger Interviewgast bestimmt von meinen Augen. Nehme ich doch mal an. Ich weiß es nicht, werden wir alles in Erfahrung bringen. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe Promi-Geflüster. Mein heutiger Interviewgast, das ist die Schlager-Kaiserin. Wie es zu dem Namen kam, das werden wir alles gleich erfahren. Mischa Kova darf ich recht herzlich jetzt in der Leitung begrüßen. Hallo mein lieber Frank, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Sehr gerne. Und natürlich, Ihr Markenzeichen, das hat sie heute natürlich auch wieder auf. Eine Biani-Mütze, verziert mit einer Krone, bestehend aus Diamanten. Und das passt natürlich zur Schlagerkaiserin, so wie ich es ja eingangs erwähnt habe, natürlich wie die Faust aufs Auge. Wie kam es denn zu dem Titel? Ja, eine Zeitschrift, und zwar die Zeitschrift Hossa, das Magazin hat mich zur Schlagerkaiserin ernannt sozusagen, weil ich zurzeit auch zu dieser Zeit eben eine Kaiserin Elisabeth gespielt habe im Musical hier in Füssen. Und da haben die gemeint, ja, ich könnte eine Schlagerkaiserin werden und fand ich richtig toll und ich habe immer solche Mützen getragen und irgendwie dachte ich, ja, aber wenn ich dann schon eine Schlagerkaiserin bin, die braucht dann schon eine Krone, so wie auf der Bühne. Und da kam mir die Idee, weil ich so gerne Mützen trage, dass ich praktisch so eine Krone auf diese Mütze drauf mache. Und seitdem ist das so geblieben. Sehr schön. Wie viele Mützen gibt es mittlerweile in deinem Fundus? Also ich glaube, wir sind momentan bei den 35. Okay, sehr gut. Also jeden Tag eine andere und dann ist der Monat schon wieder rum sozusagen, ne? Ja, genau. Ja, ich habe es ja jetzt eingangs auch mit den geilsten Augen der Welt gehabt gerade. Das ist deine aktuelle Single, die du auf dem Markt hast. Sind da meine gemeint? Ja, natürlich auch. Auch, okay. Ich muss dazu sagen, natürlich geht es so um jemanden, den man trifft. Wir haben uns noch nicht getroffen. Das ist das erste Mal, dass wir uns treffen und der Song ist schon draußen. Aber ja, deine sind auch nicht schlecht. Vielen Dank. Ja, ja, klar, das, wie steht es auch in deiner Pressemitteilung sozusagen, und es ist ja auch was Wahres dran, die Augen sind irgendwo so das Tor zur Seele, ne? Genau, ich liebe das, wenn Leute mit den Augen sprechen, das ist bei mir genauso. Das sieht man einfach. Es gibt viele Leute, die eben sich ausdrücken über die Augen und wo man sofort merkt, das ist bei mir leider so. Leider oft so, dass man so sofort merkt, wer mich kennt, wie ich drauf bin. Ja? Du brauchst in meine Augen gucken und du weißt ganz genau, was los ist. Sehr schön. Und wenn man natürlich deinen Dialekt so hört, du bist Österreicherin. Jawohl. Kommst auch aus Wien, beziehungsweise bist in Wien aufgewachsen, ne? Genau, ich durfte in Wien aufwachsen tatsächlich. Ja. Und natürlich Kaiserin, wenn du Kaiserin Sisi da erwähnst. Da hast du bestimmt dann auch schön das Schloss Schönbrunn in bestem Erinnerung, ja, sozusagen. Ne? Als Wiener kennt man das natürlich alles, da war man natürlich überall und weiß Bescheid. Und natürlich, wenn man die Rolle spielt, dann setzt man sich natürlich auch mit allem, was die Rolle, also oder die Kaiserin Elisabeth in dem Fall, alles, was mit ihr zu tun hat, auseinander. Das heißt, man besucht Orte, man liest Biografien, man guckt alles, was gibt es, wie war sie wirklich, und dann versucht man natürlich, da sehr einzutauchen in die Persönlichkeit. Gerade wenn es eine historische Persönlichkeit war, die man spielt, dann muss man versuchen, oder versucht man meistens so genau wie möglich zu sein, echt wie möglich. So echt wie möglich, genau. Liebe Zuschauer, ihr seht, wir springen gerade ein bisschen hin und her, mal Musical, dann wieder Schlager. Also das sind so deine Hauptgenres, die du momentan sozusagen bestreitest. Also du bist auf der Musical-Bühne zu Hause und solistisch natürlich in der Schlager-Pop-Welt oder Pop-Schlager-Welt. Ist das so richtig? Genau, das ist richtig. Also ich habe tatsächlich schon sehr, sehr früh angefangen zu singen. Also ich singe schon mein ganzes Leben. Und ja, ich hatte sehr früh mal ein Musical gehört. Und seitdem wusste ich, ich möchte unbedingt Musical-Darstellerin werden. Und das habe ich, ich muss aufs Holz klopfen, obwohl der Tisch aus Glas ist, durfte ich mein Leben lang tatsächlich ausüben, auf Bühnen stehen, die schönsten Rollen zu spielen. Das ist natürlich wunderbar, und das habe ich jetzt tatsächlich schon 20 Jahre lang gemacht. Und ja, jetzt ist die Zeit für den Schlager, sage ich mal. Ich bin zwar immer noch in Musicals zu sehen, aber der Fokus geht jetzt tatsächlich auf den Schlager. Mhm.
Ja, also zurzeit glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, hebst du mal wieder mit dem Zeppelin ab und spielst in Füssen deine Rolle. In welcher Rolle Genau. kann man dich da bewundern, genau? Da sieht man mich in der Rolle der Emmy Berg, und zwar im Zeppelin-Musical von Ralf Siegel. Der ist ja nicht unbekannt, sage ich im Schlager. Und genau, sein erstes Musicalwerk, und ich darf da eben die Wienerin, die Kabarettistin und Sängerin Emmy Berg spielen. Musical, wie gesagt, das ist eine tolle Sache. Füssen müssten wir unbedingt mal hinfahren, weil schon allein auch die Umgebung, wo das Musical-Theater steht, man hat wirklich den tollen Blick auf die beiden Schlösser Hohenschwanstein oder Neuschwanstein und Hohenschwangau. Genau. Ja. Ich sehe schon, du warst schon da. Ja, ich kenne es auch noch. Damals wurde König Ludwig selbst auch gespielt in dem Theater. Genau, bei Ludwig spiele ich eben die Kaiserin Elisabeth. Genau, das heißt, Ja, du hast es schon gesehen. genau. Sehr schön. Ja, aber Zeppelin, das ist mir noch vorenthalten. Da muss ich auf alle Fälle mal noch dazustoßen. Ja, dann nicht zu wenig. Sehr gerne. Ja, und Schlager, wie gesagt, da hat man dich vielleicht auch dieses Jahr, Anfang des Jahres, gerade die Zuschauer vom ORF und auch vom MDR auf der Bühne von Wenn die Muse spielt. Das Winter Open Air erleben dürfen, gell? Richtig, ja, das war ganz toll. Da habe ich mich sehr gefreut auf der Riesenbühne. Ich war zwar schon ein Jahr zuvor dabei, aber da war wegen Corona nicht die Möglichkeit, vor vielen Menschen, also vor dem riesigen Publikum zu singen und aufzutreten. Und umso mehr habe ich mich dieses Jahr gefreut, nochmal dabei zu sein und das mal mitzubekommen, wenn dann wirklich voll ist. Ich glaube, die haben zwischen 5.000 und 7.000 Zuschauer live, und dann hinter einem, man kennt das ja, die Kulisse hinter einem, der schneebedeckte Berg und Abfahrt, wenn die Leute dann mit den Skiern runterkommen und die Gondeln, die gleichzeitig noch fahren. Also das ist ein Ambiente, das ist unglaublich. Das glaube ich, das sieht immer sehr schön aus, auch die Fernsehbilder auf alle Fälle. Ja, jetzt haben wir deine Single, die geilsten Augen der Welt. Was tut sich dann musikalisch dieses Jahr noch von Mischa Kovar? Was kann man erwarten? Ist ein Album in Planung? Gibt es weitere Titel? Wie schaut's aus? Also ich war sehr, sehr fleißig das letzte Jahr, sage ich mal. Ich habe sehr, sehr viel an Titeln, neuen Titeln gearbeitet, viele Titel geschliffen. Man kennt das ja, man nimmt was auf oder man schreibt was und dann ändert man es wieder um, dann geht man doch wieder ins Studio, macht doch wieder ein bisschen was anderes. So bis so ein Song fertig ist, fließt schon ganz schön viel Arbeit rein. Und dementsprechend gibt es sehr viel neue Musik. Bald kommt eine neue Single. Und dieses Jahr hoffe ich, dass es dieses Jahr noch wird, weil wir haben noch keinen festen Zeitpunkt, aber dieses Jahr soll noch das Album rauskommen. Das heißt, es gibt ganz schön viel auf die Ohren von mir. Auf alle Fälle, da freuen wir uns doch dann schon sehr drauf. Wie entstehen bei dir die Titel? Legst du da selber Hand an? Wie wichtig sind dir die Texte? Und ja, wie kommt die Musik zustande? Naja, halb halb, teils teils. Teils schreibe ich die Songs selbst. Dann gibt es eine Texterin, mit der ich neulich geschrieben habe. Das hat sich auch super ergeben. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich bei Produzenten bin, dass sie mir was vorspielen, und das gefällt mir tatsächlich so gut, dass ich sage, so, den Song möchte ich unbedingt haben. Und das Album wird auch eine Mischung von allem sein, von mir selbst geschriebenen Titeln bis zu welchen, die von Textern oder beziehungsweise Produzenten. Okay, weil du ja auch eben durchs Musical mit Ralf Siegel dann in Kontakt stehst, hat er auch schon für dich was produziert, komponiert? Nein, das tatsächlich noch nicht. Dadurch, dass ich schon mein Album fertig habe und alle Titel schon in der Tüte sind, sage ich mal, kamen wir da noch gar nicht dazu. Also Aber kann ja noch mal kommen, kann ja noch jetzt kommen. auf der Bühne. Es steht alles offen. Wunderbar, sehr schön. Und Termine als solches, ist klar, das Musical nimmt natürlich viel Zeit ein, denke ich mal, ne? Da Ja. bleibt jetzt erstmal für Soloauftritte wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, oder?
Ja, doch, also das ist mir schon ganz wichtig, und war mir auch ganz wichtig, dass ich praktisch, wenn wichtige Sachen kommen, dass ich da noch genug Zeit habe, also da keine Sorge. Und ich habe auch schöne, tolle Auftritte schlagermäßig, das ist mir auch ganz wichtig. Okay. Zum Beispiel im Schlager-Olymp bin ich drin, ist das, glaube ich, der 12. oder der 13. August in Berlin, wenn ich nicht irre. In der Schweiz bin ich dieses Jahr. In Norddeutschland, also es ist schon einiges geplant. Es kommt natürlich täglich was dazu. Aber ich bin schon ordentlich unterwegs. Sehr gut, sehr gut. Also kann man sagen, quer durch die Republik bist du on Tour und Genau. natürlich. Wo ist es momentan mehr? Wie sind die österreichischen, das österreichische Publikum? Die kennt dich bestimmt besser, oder? Ach, das kann ich gar nicht so beurteilen, aber ja, natürlich, ich bin sehr, sehr oft im ORF, sage ich mal, im Fernsehen österreichischen, das ist schon sehr präsent, sage ich mal, bin ich sehr präsent. Ich habe in Kürze, ich glaube, es ist dieses Wochenende am Sonntag, habe ich einen Auftritt in Österreich in Linz, genau, auf der ORF-Bühne. Genauso in Österreich bin ich auch immer wieder. Wie hieß so ein schöner Spruch mal, in Linz beginnt's. Den gibt's immer Genauso. noch, oder? Genau. Ja, es liegt natürlich auch daran. Ich war früher sehr viel in Österreich unterwegs, als es den Musikantenstadl noch gab. Da waren wir immer auch präsent. Selbst zu Karl Marx Zeiten noch. Ne? Cool. Auch Ja, schon das habe ich leider nicht mehr erlebt. lange im Geschäft sozusagen. Ne? Genau, richtig. Ja, und natürlich muss man jetzt auch ein bisschen auf die Social Medias kommen. Ich denke mal, die sind heute fast wichtiger denn je. Also Fernsehen und Radio natürlich auch, aber Social Media gehört auch dazu. Das Wie stimmt, ja, immer mehr. aktiv bist du da? So aktiv wie es geht, also immer mehr. Man merkt es ja, du sagst es auch selbst, es ist immer wichtiger und es ist auch eine schöne Geschichte. Also man kann selber sein Publikum erreichen und tatsächlich, wann gab es das denn schon, dass man mit einem Fan einfach so schreiben kann, dass man kann mich ja tatsächlich einfach anschreiben und ich antworte dann und das ist natürlich toll, ne? Auch wenn man einfach mitteilen kann, wo ich als nächstes bin, dass die Leute wissen, was los ist, das ist schon toll. Ja, jetzt darfst du natürlich verraten, wo bist du anzutreffen? Klar, Homepage mischa-kova.de Richtig. und wo findet man dich noch? Welche Social Medias? Social Media, also auf Insta, auf Facebook, auf wo bin ich noch? YouTube natürlich, klarerweise, da gibt es meine ganzen Videos etc. Das gängige TikTok natürlich. Das war für mich noch eine Herausforderung, weil man ja da trotzdem noch nicht weiß am Anfang, wie, was, wo. Und ja, jetzt glaube ich, langsam groove ich mich so ein bisschen Ja. ein. Also TikTok bin ich auch drauf, aber ich glaube, das ist immer noch ein bisschen sehr zeitintensiv, wenn man da entsprechend die lustigen Videos machen möchte, wie die Profis, sage ich mal. Ja, Ne? nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und natürlich, ja, wenn man, so wie ich zum Beispiel jedes Wochenende dann im Musical spielt oder wirklich Ja. fast einen zweiten Tag einen Auftritt hat, ist es dann natürlich eine Herausforderung, auch das zu bedienen. Aber wir geben unser Bestes. Sehr gut. Ja, also ich würde sagen, fürs Erste haben wir doch schon einiges erfahren. Also wer jetzt einfach über Mischa noch mehr wissen möchte, da ruhig mal auf die entsprechenden Plattformen schauen. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn wir uns wirklich auch mal persönlich kennenlernen. Ja, Vielleicht super, reicht es gerne. mir ja doch in Füssen mal noch vorbeizuschauen. Ich gebe dir Bescheid. Das Und wäre super. dann treffen wir uns und machen eine Fortsetzung, ne? Ja, das auf jeden Fall. Sehr cool. Na, wunderbar. Dann sage ich schon mal wiederum herzlichen Dank den Zuschauern fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Und Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Einladung. bitte gerne. Und Und immer auch, gesund bleiben an alle. Das ist das Wichtigste. genau, richtig. Und natürlich dir auch, dass du Zeit gefunden hast, hier dabei zu sein. Ich danke vielmals. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.